Hallo ihr Lieben, heute soll es mal ein ganz kurzes Labervideo geben. Einfach mal, ich rede mit euch über Gott und die Welt. Nein, nicht über Gott und die Welt, aber ich habe mir gedacht, da wir ja in den letzten Wochen hier schon wieder einige Leute mehr geworden sind, was ich sehr, sehr krass finde. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal an alle, die hier neu dazugestoßen sind. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier noch ein bisschen weiter wachsen. Und wie gesagt, weil wir halt einige Leute mehr geworden sind, dachte ich mir, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was zu mir und warum ich lese und was ich denn eigentlich genau lese, warum ich diese Bücher lese und wie meine Rezensionen aufgebaut sind und was ich niemals in meinen Rezensionen sagen würde und ja, was meinen Kanal vielleicht betrifft noch generell, ob wir das alles so lassen wollen oder ob ihr vielleicht ein paar Änderungen möchtet. Und über solche Sachen habe ich mir in den letzten Tagen auch mal ein paar Gedanken gemacht. Ich dachte aber, wir fangen einfach mal mit dem Punkt an, wer bin ich, was mache ich hier, wieso mache ich das und warum labere ich eigentlich immer so viel? Also, die, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt seit 2015 BookTube mache und ich habe damit damals angefangen, weil ich niemanden hatte, mit dem ich so wirklich über meine Bücher, die ich gelesen habe, sprechen konnte. Und ich musste das irgendwo rauslassen. Ich brauchte irgendeinen Kanal, irgendwo musste es raus und ich musste irgendwen voll labern. Und ich habe damals selber schon BookTube geschaut und habe mir damals gedacht, setz dich doch einfach mal vor deine Kamera und versuch es. Versuch einfach mal, das, was die anderen da auf YouTube machen, auch zu machen. Und so hat das bei mir angefangen. Und ich habe damals verschiedene Videos ausprobiert. Es gibt auch immer noch ein Haarvideo auf meinem Kanal, was online ist, was ich echt, ja, mittlerweile, oh Gott, finde. Aber ich lasse es online. Es gibt Videos, die habe ich inzwischen schon rausgenommen, weil sie absolut nicht mehr zu meinem Kanal passen. Aber ich habe damals mich ausprobiert und verschiedene Sachen gemacht und bin dann aber sehr, sehr schnell beim BookTube hängen geblieben. Und ja, mache jetzt seit 2015 Büchervideos. Und ich habe mir gedacht, ich habe euch, glaube ich, eigentlich noch nie erzählt, was ich eigentlich für ein Leser bin und warum ich eigentlich lese. Ich glaube, ich lese aus den gleichen Gründen wie die meisten von euch. Lesen ist für mich einfach Entspannung, runterkommen, den Alltagsstress zu vergessen und ja, einfach in eine andere Welt abtauchen, wo alle meine Probleme, Sorgen und Nöte, die ich so habe, vergessen sind. Und deswegen lese ich. Es macht mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, mich in andere Personen hineinzuversetzen und mit ihnen dieses Abenteuer zu begehen, wie einem die Autoren da ja erzählen. Und ja, ich finde das immer sehr, sehr spannend und ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von Urban-Fantasy-Büchern. Also ich liebe Bücher, die in unserer Welt spielen, aber schon so magische Elemente haben oder magische Wesen haben oder sowas, wo halt nicht alles so ganz normal und natürlich ist, wie bei uns halt. Solche Bücher liebe ich über alles und die lese ich, glaube ich, so auch mit am liebsten. Ich mag bei Urban Fantasy einfach die Mischung aus Realismus und Fantasy, dass halt, wie gesagt, schon alles ist wie bei uns, aber halt eben doch nicht ganz. Und ich finde, dass ein bisschen so dieser magische Funke erhalten bleiben sollte und ja, das finde ich einfach ganz, ganz toll. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, diese Geschichten zu lesen. Ich lese aber auch sehr, sehr gerne High-Fantasy inzwischen, gerade Jugend-High-Fantasy-Bücher. Die lese ich am liebsten. Was ich jetzt nicht so Fantasy-mäßig mag, ist so Richtung Herr der Ringe, so Fantasy-Bücher. Das ist nicht so meins. Aber was so Jugend-High-Fantasy ist, das mag ich sehr, sehr gerne. Also ich fand zum Beispiel Stormheart richtig gut von Cora Carmack, auch wenn das vielen nicht gefallen hat, was ich absolut nicht verstehen konnte. Es ist ein Mädchen-High-Fantasy-Buch und ich mag Mädchen-High-Fantasy-Bücher und ich finde, Jugendbücher sind sowieso generell immer irgendwie mehr für Mädchen ausgelegt. Ich weiß nicht warum. Lesen Mädchen mehr wie Jungs? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ja, mag ich High-Fantasy-Bücher auch sehr, sehr gerne, gerade was Jugend-High-Fantasy betrifft. Natürlich liebe ich es auch, Liebesromane zu lesen, gerade New Adult Bücher, die mag ich total. Es darf auch gerne mal ein erotischer Roman sein. Ich bin aber auch immer noch ein Fan von Jugendthrillern und normalen Thrillern. Ich habe früher in meiner Jugend, also wo ich jünger war, so 16, 17, habe ich sehr, sehr viel Stephen King gelesen. Aber irgendwie bin ich dem Horrorgenre gerade nicht so zugetan. Also ich weiß nicht, das spricht mich im Moment null an, genauso wie Thriller mich jetzt so die letzten zwei Jahre auch null angesprochen haben. Ich bin im Moment so dran, doch ab und zu mal wieder vielleicht mir einen Thriller zu greifen, aber ich weiß nicht, irgendwie sprechen diese zwei Genres gerade nicht mit mir. Vielleicht kommt es irgendwann wieder, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, lese ich im Moment am liebsten Jugendbücher, Urban Fantasy, High Fantasy, Liebesromane, New Adult Geschichten. Es dürfen, wie gesagt, auch mal erotische Geschichten sein. Und ja, das sind so die Bücher, die euch hier auf meinem Kanal ja auch hauptsächlich begegnen. Und wenn ihr diese Bücher auch gerne lest, dann seid ihr hier genau richtig. Ansonsten könnte ich euch noch erzählen, dass ich kein sehr anspruchsvoller Leser bin.
Ich bin kein sehr kritischer Mensch, was Bücher betrifft. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also mein Handeln findet bei mir immer auf der emotionalen Ebene statt. Das habe ich schon in verschiedenen Tests, die man da so machen kann, was wir auch auf Arbeit hatten mit Trainings und Schulungen, war ich immer der Mensch, der auf der emotionalen Ebene denkt und handelt. Und das merke ich halt auch beim Lesen. Ich merke beim Lesen, ob ich ein Gefühl für das Buch entwickeln kann oder halt auch nicht. Und das ist das, wonach ich persönlich auch gehe beim Lesen. Also wenn mich das Buch total anspricht, dann ist es super. Und wenn es mich halt nicht anspricht, ist es halt nicht super. Und ich bin jetzt aber kein Mensch, der irgendwie die Bücher komplett durchanalysiert und sagt, da war ein Handlungsfehler, anmarkiert. Da ist was Unlogisches, anmarkiert. Diese Handlungsweise des Charakters kann ich nicht verstehen, Minuspunkt. Also sowas könnte ich nicht, sowas würde ich nicht machen. Es gibt Bücher, die sind nun mal einfach nicht rundum perfekt. Und es gibt natürlich auch Bücher, wo mich viele Sachen stören, wo ich dann aber trotzdem sage, ich möchte trotzdem gerne diese Reihe weiterlesen, weil mich einfach dieses Grundkonstrukt, diese große Handlung einfach interessiert und ich wissen möchte, wie es weitergeht. Und so war es jetzt zum Beispiel bei Night School. Also wir haben ja den ersten Teil Night School gelesen, das habe ich mit Katja und Ronja zusammen. Und ich muss sagen, dieses Buch hatte ziemlich viele Sachen, die mich aufgeregt haben beim Lesen, einfach, wo ich mir teilweise auch an den Kopf gefasst habe und das Ganze einfach nicht nachvollziehen konnte. Aber ich fand vom Grundkonstrukt und vom Aufbau her und von der Erzählung und das alles, fand ich die Geschichte doch so interessant, dass ich auf jeden Fall weiterlesen möchte. Also man muss bei mir immer darauf achten, dass bei mir nicht immer alles logisch ist. Es kann sein, dass ich mal über ein Buch schimpfe, es kann sein, dass ich da 10 Sachen anbringe, die mir nicht gefallen haben, es aber dann trotzdem was an diesem Buch gab, weswegen ich diese Reihe weiterlese. Also geht bei mir nicht immer von Logik aus. Ich bin da, wie gesagt, was das betrifft, ein Mensch, der sehr auf der emotionalen Ebene reagiert und agiert. Und wie gesagt, ich zerdenke Bücher nicht, ich achte nicht so wirklich auf Logikfehler. Klar fallen sie mir teilweise auch mal auf, mir fallen auch Rechtschreibfehler auf. Aber das sind für mich jetzt keine Kriterien, wonach ich ein Buch beurteilen würde. Für mich ist es wirklich wichtig, hat das Buch mich unterhalten, konnte es mich fesseln, fand ich die Charaktere gut, hat mir die Welt gefallen. Das sind so Punkte, wonach ich dann einfach gehe und alles, was dann da drum und dran da dazugehört, okay, das kann man mal mit aufzeigen, das kann man vielleicht auch mal erwähnen, weil das andere Leute vielleicht stört. Aber wie gesagt, das sind so Dinge, die für mich persönlich nicht wichtig sind. Und deswegen, wie gesagt, ich bin kein strenger Kritiker und ich bin kein Mensch, der alles durchanalysiert. Und ich bin halt auch kein Mensch, der eine Geschichte braucht, die auf den Punkt durchdacht ist oder sowas. Ich möchte von einem Buch unterhalten werden und wenn ein Buch das kann und das schafft, dann ist alles schön. Und ja, mehr erwarte ich von einer Geschichte natürlich auch nicht. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo ich schon Ansprüche an Büchern habe. Gerade zum Beispiel Bücher von Autoren, die ich sehr, sehr gerne mag, wo ich auch schon einiges gelesen habe. Da erwarte ich dann natürlich, dass dieses Niveau auch gehalten wird. Und da ist man, glaube ich, auch schneller enttäuscht, wenn das mal nicht so ist, wie wenn man mit null Erwartungen in eine Geschichte geht. Und deswegen versuche ich das eigentlich auch immer, eine sehr, sehr niedrige Erwartungshaltung zu haben. Was bei Büchern wie zum Beispiel jetzt mit Night School sehr, sehr schwierig ist, denn dieses Buch wurde ja, wo es rauskam, gehypt ohne Ende und jeder fand das gut und jeder fand das toll und ja, ich fand das jetzt halt okay, ich fand es ganz nett und wie gesagt, die Handlung war echt cool und ich möchte es auch weiterlesen, aber es war halt kein Buch, was mich extrem begeistern konnte. Und ich hatte auch früher immer das Problem, dass ich mich gezwungen gefühlt habe, mich der Mehrheit und der Masse jetzt anzuschließen. Wisst ihr, was ich meine? Also früher, schon vor vielen Jahren. Aber wo ich noch jünger war, hatte ich immer das Gefühl, dir muss dieses Buch jetzt gefallen, weil es allen anderen auch gefällt. Sonst ist das doof. Und ich bin ja inzwischen etwas älter und ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich weiß, wer ich bin und wo ich weiß, was ich will und wo ich weiß, was mir gefällt. Und inzwischen denke ich mir so, nein! Meine Fresse, wenn alle Welt das Buch liebt und ich find's scheiße, ja mein Gott, dann ist das so. Dann kann ich es auch nicht ändern und wen das jetzt stört, dann tut es mir leid, aber es ist halt so und Meinungen sind nun mal verschieden und Meinungen gehen nun mal so und es wird auch immer wieder passieren, dass ich euch Bücher zeige, die ich absolut feiere und gut finde, wo ihr sagt so, boah, ne, das Buch war so schlecht oder halt auch andersrum, wo ich sage, dieses Buch ist so schlecht. Gehen wir jetzt mal von dem letzten Buch aus, was ich sehr, sehr schlecht fand. Das war Kuss der Lüge. Dieses Buch wurde in den Himmel gelobt. Dieses Buch wurde gehypt ohne Ende. Jeder Mensch fand dieses Buch wahnsinnig toll. Und ich dachte mir nur so, was ist das? Was ist das bitte? Was soll das? Ich fand dieses ganze Buch einfach nur langweilig. Und ich fand die Charaktere nicht gut. Und ich fand die Handlung nicht gut. Und ja, aber es ist okay.
Es ist okay, man darf eine andere Meinung wie die Mehrheit haben und man darf auch eine andere Meinung wie alle anderen haben. Und deswegen, es wird immer wieder passieren, dass ich euch Bücher zeige und vorstelle, die ihr gut fandet, die ich schlecht fand, die ihr schlecht fandet, die ich gut fand. Auch wenn man teilweise den gleichen Geschmack hat, dann kann das trotzdem immer wieder so Ausreißer geben, denn wie gesagt, ich gehe immer nach dem Gefühl beim Lesen. Jeder andere macht das für sich vielleicht an anderen Punkten fest und schon kann es dazu Abweichungen kommen. Auch wenn man vielleicht die letzten 5 Bücher gleich gut fand. Aber das sind halt immer so Sachen, was ich auch dann teilweise manchmal in den Kommentaren nicht verstehen kann. Ich habe Kommentare schon, warum gefällt dir das Buch nicht? Sonst gefällt dir immer alles, was mir auch gefällt. Was bitte soll ich auf so einen Kommentar antworten? Wo ich mir dann denke, ja, aber auch ich bin ein eigenständiger Mensch. Auch ich habe teilweise vielleicht die gleiche Meinung wie du, aber ich habe auch teilweise eine ganz, ganz andere Meinung wie du. Wir sind vom Charakter her ja auch nicht gleich. Und das sind immer so Kommentare, wo ich mir denke, ja, was soll ich jetzt darauf antworten? Ich weiß es nicht. Meinungen sind verschieden. Und so ist es nun mal. Und ja, so ist das. Und wie gesagt, das wird immer wieder passieren. Und wenn euch das auffällt, dann ist das so. Ihr könnt mir gerne dann so einen Kommentar schreiben. Aber erwartet dann keine geistreiche Antwort von mir, weil was soll man auf so einen Kommentar bitte antworten? Ich weiß es nicht. So viel erstmal zu dem Thema, was ich lese und wonach ich beim Lesen gehe. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf den Punkt kommen zu meinen Rezensionen. Ich setze das Rezensionen in Anführungsstrichen, da ich keine Rezension auf meinem Kanal mache. Ich finde, wenn ich eine Rezension anklicke, dann erwarte ich persönlich schon eine Information zu dem Buch mit einer gewissen Analyse. Also, das ist Wort Analyse ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber ich habe da schon eine gewisse Erwartung dran, was mir diese Rezension jetzt alles über das Buch sagt. Und ich, wie gesagt, bin ein Mensch, ich gehe nach Emotionen, ich habe da jetzt keine Punkte, die ich abhake oder Kriterien, die erfüllt sein müssen, weswegen ich Rezensionen sehr, sehr schwierig finde. Ich mache ja immer die letzten 2 oder 3 gelesenen Bücher, die ich dann einfach so zusammenpacke und euch vorstelle und euch meine Meinung dazu sage. Und da wäre gleich vielleicht die Frage angebracht, findet ihr das okay, wenn ich 2 und 3 Bücher mal zusammenpacke oder sagt ihr, wollt lieber Einzelvideos oder vielleicht auch mal 4 Bücher zusammen oder sagt ihr, nee, 2 ist super, 3 ist schon ein bisschen viel. Schreibt mir da bitte eure Meinung auf jeden Fall mal in die Kommentare, weil das sind halt auch mal so Sachen, wo ich dann immer da sitze, ist das zu viel, ist das zu wenig? Was wollen die Leute denn eigentlich auch sehen? Wollen sie lieber Einzelvideos, dass sie sich dann nicht durch das Video durchklicken müssen, wenn sie jetzt nur das 2. Buch interessiert oder das 3. oder... Ja, schreibt mir da bitte eure Meinung auf jeden Fall mal dazu in die Kommentare, interessiert mich auf jeden Fall sehr. Und ja, also wie gesagt, ich mache hier entweder die letzten 2 oder 3 gelesenen Bücher, die ich immer zusammen reinhaue. Ich habe mir auch vorgenommen, das ab nächstes Jahr wegzulassen. Ich werde ab nächstes Jahr diesen Satz anfangen, die letzten 2, die letzten 3, die ich ja immer in den Videotitel schreibe, einfach weglassen. Weil ihr seht es auf dem Thumbnail und ihr seht es ja dann in der Betitelung der beiden Bücher, dass das 2 Bücher sind oder 3 Bücher sind. Und ich finde das eigentlich irgendwie immer doof, das dann nochmal mit hinzuschreiben, weil ihr seht es ja. Also ja, werde ich dann ab nächstes Jahr dann auch weglassen, diese Betitelung, die letzten 2, die letzten 3. Und schreibt euch einfach nur noch die Buchtitel rein. Ihr wisst, was das für ein Video ist und gut ist. Ja, ansonsten mache ich ja entweder Buchempfehlungen, wenn mir das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und ich finde, dass dieses Buch unbedingt gelesen werden muss und dass dieses Buch bisher vielleicht auch wenig Beachtung bekommen hat dafür, dass es ein so gutes Buch ist, mache ich hier Buchempfehlungen. Und alles andere, wo ich sage, okay, ich möchte euch das Buch gerne vorstellen, ich war aber nicht so 1000%ig davon überzeugt, dann mache ich eine Buchvorstellung, wenn es jetzt ein Einzelvideo wird, jetzt zum Beispiel bei Deadly Ever After, dann mache ich, wie gesagt, Buchvorstellungen. Das richtet sich bei mir ehrlicherweise gesagt auch immer danach, ob ich jetzt Rezensionsexemplare habe oder nicht. Rezensionsexemplare von verschiedenen Verlagen, die ich habe, möchte ich natürlich auch in einem Einzelvideo vorstellen, weil der Verlag stellt mir das Buch schon netterweise zur Verfügung und da finde ich, sollte ich wenigstens an dieser Stelle dann schon diesem Verlag als Dankeschön ein Video widmen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das macht man halt einfach. Ich finde, das macht man halt einfach so. Und manchmal habe ich ja gerade beim HarperCollins Verlag, da habe ich manchmal 2 Bücher, dann packe ich die schon zusammen in ein Video, weil es ja der gleiche Verlag ist. Dann ist das ja auch okay, aber ja. Ansonsten mache ich gerade bei Rezensionsexemplaren, wenn die jetzt nicht zusammengehören von den Verlagen oder so, mache ich Einzelvideos. Das vielleicht auch an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Ich erwähne eigentlich auch immer, wann es ein Rezensionsexemplar ist. Ich weiß nicht, soll ich euch das auch nochmal, wie es alle anderen inzwischen machen, einblenden im Video, wenn das ein Rezensionsexemplar ist? Oder reicht euch das, wenn ich euch das im Video sage?
wie hättet ihr es denn da gerne? Weil ich finde diese ganzen Diskussionen, die ja hier in den letzten Wochen darüber geführt wurden, schon sehr, sehr schwierig und auch anstrengend. Das ist ja auch immer die Frage, wie macht man es richtig? Und ja, für mich habe ich jetzt aus dem Ganzen gezogen, ich muss es nicht als Werbung kennzeichnen, da es ja in dem Sinne, da ich in dem Sinne nicht dafür bezahlt werde und da ich ja auch nicht dafür bezahlt wäre, eine bestimmte Meinung zu vertreten, ist es keine Werbung, sondern es ist ja meine freie Meinung, die ich dazu äußere. Deswegen muss ich es ja nicht kennzeichnen. Aber wenn ihr das wollt, dass ich es im Video nochmal extra kennzeichne oder vielleicht nochmal in die Infobox schreibe, dann schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare, dann mache ich das in Zukunft. Nur ich finde, wenn ich euch das sage, reicht es eher eigentlich aus. Ihr hört mich ja eh meistens nur reden. Also viele von euch stellen mich ja sicherlich beim Aufwasch oder sonst wo irgendwo mit an die Seite und hören mir einfach nur zu. Also so mache ich das bei den meisten Videos, wenn es jetzt nicht gerade Vlogs oder sowas sind, dass ich mir mein Tablet irgendwo hinstelle und dann nebenbei was anderes mache und dann einfach nur zuhöre und dann sowieso nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm gucke. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wollt ihr es nochmal extra im Video gekennzeichnet haben oder in der Infobox, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Also wie gesagt, Rezensionsexemplare tue ich von den Videoformaten schon ein bisschen anders behandeln wie meine privaten Bücher, was aber nicht meine Meinung betrifft. Ich werde immer meine Meinung ehrlich und frei äußern, auch wenn es ein Rezensionsexemplar ist und ich es kacke finde. Siehe Cold Worth City, da hatte ich wirklich ein bisschen Angst, das Video an den Verlag zu schicken, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich ja wirklich sehr auf dieses Buch geschimpft habe. Aber ich habe vom Verlag ein ganz, ganz tolles Feedback bekommen und ja, von daher war das dann auch okay. Und ich weiß inzwischen, dass die Verlage einen das nicht krumm nehmen, wenn man das Buch halt nicht mochte. Dann ist das halt einfach so. Und ja, deswegen, ich vertrete da auf jeden Fall immer meine ehrliche Meinung. Kommen wir jetzt mal noch zu einem Punkt, der mir auch noch auf der Seele brennt. Ich bekomme öfters mal Kommentare mit, du hast gespoilert. Ja, ich finde, Spoilern ist immer Ansichtssache. Ich möchte euch auch etwas über das Buch erzählen. Ich möchte euch ja nicht einfach nur den Klappentext oder den Rückband vorlesen. Ich finde, das geht irgendwie an dem Sinn der ganzen Sache vorbei. Weil dann brauche ich das Buch im Endeffekt auch nicht lesen. Dann kann ich sagen, hey, hier ist das Buch und erzähle euch irgendwelchen Mist. Das geht für mich irgendwie an dieser ganzen Sache vorbei. Deswegen möchte ich natürlich euch etwas über das Buch erzählen. Ich möchte euch zeigen, wie ich die Geschichte empfunden habe. Ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie die Geschichte sich für mich dargestellt hat. Und deswegen möchte ich das natürlich auch mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Dass es dadurch natürlich sein kann, dass ich Sachen verrate, die jetzt nicht im Klappentext stehen oder die jetzt nicht auf dem Rückband stehen, das ist normal. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich bin der Meinung, ich habe noch nie, naja, sagen wir mal nicht nie, aber ich habe so gut wie nie einen richtig fetten Spoiler gelassen. Wenn ich Aussagen treffe wie Feinde werden zu Verbündeten und Verbündete schlagen sich auf andere Seiten. Ja, dann sagt das doch noch immer nicht, dass Gruppe A sich mit Gruppe B zusammengeschlossen hat, Gruppe C sich abgespalten hat und jetzt mit Gruppe D agiert. Das sagen doch solche Aussagen nicht. Und das wissen doch auch Leute nicht, die dieses Buch nicht gelesen haben. Und ich finde das dann immer sehr, sehr schwierig, wenn ich dann Kommentare habe mit, du hast gespoilert, das ist nicht in Ordnung. Denn ich treffe keine detaillierten Aussagen zu irgendwelchen Sachen in diesem Buch. Auch wenn ich das manchmal möchte, denn es gibt manchmal Bücher, wo ich schon Stellen habe, über die ich mich gerne manchmal aufregen möchte, die ich manchmal gerne einfach erwähnen möchte, weil sie so schön sind. Aber das mache ich halt nicht, weil ich halt nicht spoilern möchte. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn ich einfach Sachen, die in der Geschichte vorkommen, auf meine Weise erzähle, dann ist das okay. Nur weil sie jetzt halt gerade nicht im Klappentext stehen, heißt das ja nicht, dass ich zu viel von der Geschichte von wegnehme. Das würde ich nicht machen. Also ich passe schon immer auf, was ich hier erzähle. Und ich passe auch beim Schneiden immer auf, was ich da genau erzähle. Und es kann natürlich auch mal sein, dass ich beim Schneiden denke, oh, da hast du zu viel erzählt, schneid das weg. Dann mache ich das auch. Aber ich bin der Meinung, das Spoilern hält sich bei mir in Grenzen. Und das ist natürlich immer Ansichtssache, wie viel man von einem Buch erfahren möchte. Nur wie gesagt, ich möchte ja auch mit euch über das Buch sprechen und ich möchte euch meine Meinung zu dem Buch sagen. Und ich möchte euch auch manchmal anhand von Beispielen eigentlich auch gerne meine Meinung erklären, was ich ja aber teilweise ja auch schon nicht machen kann, weil ich euch dann spoilern würde. Und dann versuche ich das Ganze ja schon zu umschreiben und nicht ins Detail zu gehen, um euch halt nicht zu viel von der Geschichte von wegzunehmen. Und das ist halt auch schon immer schwierig. Also ich finde, das ist immer eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung. Und ihr müsst mir nicht jedes Mal schreiben, du hast gespoilert. Dann
ist das so? Wenn ihr das so empfindet, dann tut es mir leid. Ich werde auf solche Kommentare in Zukunft auch nicht mehr antworten, denn wie gesagt, fände ich es als Spoiler, hätte ich es rausgeschnitten. Und wenn ihr das dann in dem Moment als Spoiler empfindet, tut es mir leid. Dann kann ich es nicht ändern, dann ist das Ansichtssache. Aber wie gesagt, ich möchte ja auch etwas zu der Geschichte erzählen und ich möchte auch ja euch mit meinen Worten die ganze Sache nahelegen. Und das geht halt nicht, wenn ich mich explizit an den Klappentext halte. Wie soll ich euch denn meine Meinung untermauern, wenn ich euch nichts dazu sage? Das, wie gesagt, geht irgendwie dem Sinn der ganzen Sache vorbei. Und es kann sein, dass ihr das jetzt in Zukunft feststellt, boah, die hat da gespoilert, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, aber ich werde halt in Zukunft da nicht mehr drauf reagieren. Also wenn ihr der Meinung seid in Zukunft, ich habe gespoilert, ihr könnt mir gerne dann einen Kommentar da reinschreiben, dass ich gespoilert habe. Ich empfinde es dann anscheinend nicht so, sonst hätte ich es rausgeschnitten und ich werde in Zukunft auf solche Kommentare auch nicht mehr reagieren und ich werde mich da auch nicht mehr für rechtfertigen, wieso, weshalb, warum ich das jetzt gesagt und erzählt habe. Ich habe es jetzt in diesem Video geäußert, ihr wisst Bescheid und ich werde die Kommentare einfach unbeantwortet lassen, denn ganz ehrlich, es ist, ja, ich weiß auch einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, also ihr wisst Bescheid, wenn ihr euch gespoilert fühlt, dann tut es mir leid, aber ich empfinde das dann in dem Moment nicht als Spoiler, der nicht vertretbar ist. Denn wie gesagt, ich habe noch nie, und das kann ich wirklich sagen, ich habe noch nie aus irgendeinem Buch irgendeine Handlung verraten, die jetzt extrem wichtig für die Geschichte gewesen wäre. Also das kann ich ruhigen Gewissens sagen, dass sowas noch nie passiert ist bei mir. Und wie gesagt, wenn ihr das anders empfindet, dann ist das so, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, Meinungen gehen auseinander. Ja, so viel zu dem Thema Spoilern. Das ist echt ein Thema, was mir auf der Seele gebrannt hat, weil ich wirklich öfter solche Kommentare bekomme, wo ich dann aber auch teilweise da sitze, okay, du sagst, ich habe gespoilert. Ja, was habe ich denn gespoilert? Ich gucke mir dann das Video extra nochmal an, von vorne bis hinten und denke mir, ich verstehe es nicht. Es gibt auch Videos, wo ich denke, ja, ich weiß, was du meinst, empfinde ich jetzt aber nicht als so fetten Spoiler. Durch den Kommentar werden die Leute wahrscheinlich noch darauf hingewiesen, dass es vielleicht ein Spoiler sein könnte. Und ja, also schwieriges Thema. Ihr wisst Bescheid, ich werde mich in Zukunft dafür nicht mehr rechtfertigen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das so seht. Aber Meinungen sind nun mal verschieden und auch hier gehen Meinungen auseinander. Kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und das möchte ich an dieser Stelle euch einfach nur mal erzählen, weil auch selber ich ein Leser bin und auch ich mich teilweise sehr angegriffen fühle von Sachen, die hier auf BookTube passieren. Und ich möchte euch einfach nur in dem Moment sagen und euch das erzählen, damit ihr wisst, mir geht es genauso und auch ich fühle mich angepisst und auch man darf sich auch angepisst wegen solcher Aussagen fühlen, denn wir sind alle Leser und wir alle haben unterschiedliche Geschmäcker und wir alle empfinden was anderes beim Lesen, aber ich finde solche Aussagen wie, wer dieses Buch gut findet, hat ein IQ von 3% oder wer dieses Buch gut findet, ist total bescheuert oder wer dieses Buch gut findet, hat keine Ahnung vom Leben oder. Und ich finde, solche Aussagen sind auf BookTube in den letzten Wochen und Monaten leider sehr oft gefallen. Ich werde jetzt hier keine Beispiele nennen, ich werde hier keine Namen nennen oder irgendwas, aber es ist mir bei einigen BookTubern aufgefallen, dass in ihren Rezensionen solche Aussagen gefallen sind und das finde ich nicht in Ordnung. Und man darf sich als Leser und Zuschauer in dem Moment auch angepisst fühlen, denn auch ich fühle mich in dem Moment angepisst. Diese Sache mit dem IQ von 3% war in einem Video, wo es um Obsidian ging. Und ja, es ist lustig, jeder guckt gerne Videos, wo Leute sich über Bücher aufregen und die Kacke fanden. Aber ich finde, solche Aussagen sind einfach nicht gut und ich finde solche Aussagen einfach nicht okay. Und ich finde, das geht auch irgendwo unter die Gürtellinie, denn ich habe keinen IQ von 3% und ich finde dieses Buch trotzdem gut. Und ich finde das halt schade, dass Menschen solche Aussagen machen müssen. Weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum. Ich kann mich gerne darüber aufregen, dass ich dieses Buch scheiße fand, dass ich die Protagonistin hohl finde, dass ich den Typen einfach, keine Ahnung, klischeehaft und stereotypisch finde. Aber ich kann auch nicht einfach sagen, wer dieses Buch gut findet, hat ein IQ von 3%. Also ich finde, das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht in Ordnung und das ist einfach eine Beleidigung, wie gesagt, gegenüber jedem Leser, dem dieses Buch gefällt. Und das ist, wie gesagt, mir nicht nur einmal aufgefallen, das ging auch in anderen Rezensionen, wo es um andere Bücher ging, wo ich mir einfach nur gedacht habe, hm, nett. Nett. Ich mag dieses Buch. Bin ich jetzt eine Hohlpratze? Super. Und ich finde es halt einfach sehr, sehr schade. Und ich finde es halt auch schade in dem Moment, weil es sehr, sehr viele Leser gibt, die sich davon vielleicht beeinflussen lassen. Ich finde gerade jüngere Zuschauer, die vielleicht noch nicht so zu ihrer Meinung stehen können, wie gesagt, so wie es mir ja früher auch gegangen ist, die vielleicht denken müssen,
oh mein Gott, ich muss mich der Mehrheit anschließen, die vielleicht einen bestimmten Booktuber haben, den sie sehr, sehr gerne gucken, den sie sehr, sehr gerne mögen und sehr sympathisch finden. Und der dann halt ausgerechnet dieses Buch, was man selber gut findet, nicht gut findet und dann noch solche Aussagen trifft. Ich finde, das kann die Meinungen von vielen Lesern schon sehr, sehr stark beeinflussen und das kann auch an der Standhaftigkeit der Meinungen der Leser schon rütteln. Und mir ist auch klar, dass das jedem seine eigene Sache ist. Nur ich finde halt solche Aussagen nicht schön und ich finde es halt schade, dass solche Vergleiche gezogen werden und gemacht werden müssen. Und ich möchte an dieser Stelle nur jedem sagen, dem das schon mal aufgefallen ist und jeder, der sich schon mal darüber aufgeregt hat und jeder, der sich dadurch vielleicht schon mal in seiner Meinung nicht bestärkt gefühlt hat oder der sich dadurch seiner Meinung auch nicht mehr sicher war, zu jedem da draußen möchte ich nur sagen, wenn ihr so eine Aussage hört, scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Und es ist natürlich immer so ein Moment, wo man sich aufregt. Wie gesagt, ich habe mich auch aufgeregt über diese Aussage, denn ja, ich weiß, Obsidian ist ein Buch voller Kitsch, Klischees, Stereotypen und es ist einfach mal ein Buch, was halt keine Ansprüche hat. Und aber ich finde es trotzdem toll und ich mochte es trotzdem und ich fand die Geschichte trotzdem gut um Katie und Damon und ich liebe die Bücher und ich liebe den Schreibstil und ja, nur weil mir so ein Buch gefällt, bin ich doch nicht dumm oder weniger wert oder habe falsche Ansichten vom Leben und das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also lasst euch von niemandem in eurer Meinung reinreden. Wenn euch ein Buch gefällt, dann gefällt es euch und wenn ihr das Buch doof findet, dann findet ihr es doof. Und nehmt euch solche Aussagen nicht an, auch wenn es vielleicht von einer Person kommt, die ihr eigentlich sehr, sehr gerne mögt und wo ihr eigentlich sehr, sehr viel Wert auch auf die Meinung legt. Aber nehmt euch solche Aussagen nicht an. Das ist das, was ich an dieser Stelle euch nochmal mit auf den Weg geben möchte. So, Amen. Dann gibt es nichts zu sagen. Kommen wir zum allerletzten Punkt auf meiner Liste. Meinen Kanal und eventuelle Veränderungen. Ich frage mich manchmal immer, möchtet ihr gerne was anderes auch mal sehen? Möchtet ihr Veränderungen auf dem Kanal oder möchtet ihr, dass alles so bleibt, wie es ist? Denn ich persönlich habe manchmal einfach das Gefühl, ich mache immer den gleichen Brei. Ich mache Neuerscheinungen, ich mache Neuzugänge, ich mache Lesemonate, ich mache die letzten zwei, ich mache die letzten drei, ich mache Buchvorstellungen, ich mache Tags, ich mache vielleicht einmal im Jahr eine Challenge, weil ich die eigentlich, ich finde Challenges eigentlich ganz lustig, wenn man die selber macht. Aber für die Zuschauer finde ich es irgendwie eigentlich immer weniger lustig. Also von daher, ja, ist die Frage, wollt ihr vielleicht auch mal irgendwas anderes sehen? Wollt ihr vielleicht auch mal Videos sehen, die jetzt nichts mit dem Thema Bücher zu tun haben? Kann ja auch sein. Dass ihr vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, wollt ihr mal ein Let's Play oder, keine Ahnung, wollt ihr ein Haul oder wollt ihr, was gibt es denn so noch auf YouTube? Keine Ahnung. Also falls euch irgendwas anderes an Formaten einfällt, wo ihr sagt, das ist cool, das könntest du auch mal machen oder es gibt da ein Thema, was sagst du da dazu, wie siehst du das Ganze, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin für Vorschläge immer offen und ansonsten bin ich ja eigentlich mit meinem Kanal auch sehr zufrieden. Ich finde, ich habe tolle Zuschauer, ich bekomme so fast immer nur positive Kommentare. Es gibt dann mal so ein paar Ausreißer, aber ja gut, die hat jeder, glaube ich. Ich finde, das hält sich bei mir noch im Rahmen. Also ich habe noch nie, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, ich habe noch nie einen Kommentar bekommen, wo ich persönlich irgendwie beleidigt wurde. Das habe ich von anderen schon oftmals gehört, was ich auch einfach sehr, sehr traurig finde, dass es Leute im Internet gibt, die, warum auch immer, andere Leute als hässlich oder fett oder dumm beschimpfen müssen. Ich verstehe solche Menschen nicht, bei denen läuft meiner Meinung nach irgendwas schief im Leben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin froh mit meinen Zuschauern, die ich aktuell habe, denn ich habe noch nie so einen bösartigen Kommentar bekommen. Sicherlich, ich hatte schon Kommentare wie mit, boah, du bist mir unsympathisch oder ich kann dich nicht leiden oder ich mag deine Videos nicht oder. Das sind aber alles Kommentare, ja mein Gott, ist halt so. Mich kann nicht jeder mögen und nicht jeder kann mich super sympathisch finden. Und wenn das so ist, ja mein Gott, dann guckt euch doch die Videos nicht an. Also niemand muss mich abonnieren und niemand ist gezwungen, meine Videos zu gucken. Und wem ich unsympathisch bin, der geht halt einfach auf das nächste Video von irgendjemand anders und guckt sich das an. Ich finde immer noch, ich persönlich sehe das immer noch so, YouTube ist mein Hobby. Ich verdiene damit kein Geld. Ich mache das einfach aus Jux und Tollerei, weil es mir Spaß macht und weil ich gerne rede, weil ich gerne über Bücher rede, weil ich mich gerne mit euch in den Kommentaren austausche. Und weil ich halt auch viele Menschen dadurch schon kennengelernt habe, die mir inzwischen auch sehr ans Herz gewachsen sind. Mädels, ihr wisst, wer gemeint seid. Und ja, ich finde, es ist halt einfach ein toller Austausch unter anderen Buchverrückten. Und das ist halt das, was mir am BookTube Spaß macht. Und ja, solange wie das so ist, werde ich das auch weitermachen. Und egal, was da für Kommentare kommen. Und sollte in meinem Leben jemals so ein bösartiger Kommentar kommen, werde ich ihn einfach kommentarlos löschen.
es gibt ja diese Löschen-Funktion, Gott sei Dank, bei Kommentaren. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich mit meinem Kanal eigentlich zufrieden. Es ist halt nur manchmal einfach so vom Gefühl her, dass man sich denkt, ah, jetzt machst du schon wieder einen Tag oder ah, schon wieder neue Erscheinungen oder ach, schon wieder ein Lesemonat. Und man sich fragt, ist das für die Zuschauer nicht einfach irgendwann langweilig? Und deswegen die Frage an euch, gibt es irgendwas, was ihr vielleicht mal anders haben wollt, was ihr mal außerhalb der Reihe sehen wollt? Wollt ihr vielleicht ein Format, wo ich immer über bestimmte Themen zu Büchern spreche oder... Ja, keine Ahnung. Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall auf Vorschläge. Und ansonsten habe ich jetzt viel zu lange geredet und ich glaube, ich habe auch ziemlich viel Stuss erzählt. Es tut mir leid an dieser Stelle, falls ihr mein Geprapper bis hierhin ertragen habt. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr meine Zuschauer seid. Vielen Dank, dass ihr immer fleißig kommentiert und liked und meine Videos schaut. Ich danke euch von Herzen. Das ist ganz, ganz toll. Ich weiß noch, Ende 2015 ist jetzt 2 Jahre her fast. Ich hatte 300 Abonnenten und ich habe mich so gefreut damals über diese 300 Abonnenten und ich würde mich auch immer noch freuen, wenn ich 300 Abonnenten hätte, aber wir sind inzwischen 2300. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur krass und hammerhart. Ich denke mir immer, was sind das für Leute, die dich gucken? Mit ein paar Leuten habe ich ja schon Kontakt so gehabt und es ist einfach cool und ich freue mich, dass ihr zu mir gefunden habt und dass ihr hier bleibt und meine Videos guckt und danke! Vielen, vielen Dank! Und ja, jetzt genug hier von mir an dieser Stelle. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wie gesagt, Vorschläge gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!